Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zu Cologne Bike Lane. Es ist endlich wieder Reisezeit. Ich bin auf dem Weg. Gerade verlasse ich die gefährlichste Stadt Deutschlands, nämlich Köln. Zumindest ist es die gefährlichste Stadt, wenn man auf dem Fahrrad unterwegs ist. Ich habe jetzt ungefähr, ja, lassen wir es mal 5 Kilometer gewesen sein, die ich aus der Stadt raus hatte. In der Zeit habe ich zweimal fast einen Rechtsabbieger abbekommen. Ja, so die üblichen Kleinigkeiten, wie sie halt in Köln völlig normal sind. Deswegen starten wir jetzt sehr positiv in diese Tour, denn in ungefähr 60 Kilometern sind wir endlich auf holländischer Seite. Da wird man als Radfahrer noch als Mensch behandelt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, unterwegs sehen wir was Schönes. So Leute, das waren jetzt die ersten 15 Kilometer. Das erste große Ziel wird der Tagebau sein. Den lassen wir dann links liegen, so wie alle das tun sollten, und fahren weiter Richtung Aachen. Biegen dann aber vor Aachen relativ rechts ab, um Richtung Herlenkerkrade zu kommen. Ja, und dann wartet auch schon der Eiserbootsweg auf uns. Das ist einer der heftigsten Anstiege im Amstel Gold Race. Ich habe natürlich meine 8 Kilo Gepäck dabei, deswegen werde ich keine Ultrazeit fahren, aber ich werde es versuchen. So, jetzt viel Spaß, ich melde mich am Tagebau wieder. Bis nachher. Leute, 30 Kilometer sind ungefähr rum. Ich bin jetzt am sogenannten Aussichtspunkt Tagebau Hambach. Gucke ich mir natürlich nicht an, weil ich habe schon genug Leid gesehen. Es gibt genug Leid auf dieser Welt, wieso muss ich mir das auch noch angucken? Naja, hier fahren auf jeden Fall ganz viele Toyota Jeeps rum mit wahrscheinlich unter Mindestlohn bezahlten Subunternehmern, die hier für die Sicherheit des Tagebaus, so sagt man, sorgen. Sicherheit des Tagebaus bedeutet natürlich, man verhindert das Eindringen von Aktivisten und man verschmutzt wundervoll weiter die Umwelt. Ja, aber so ist das nun mal hier im RWE-Land NRW. So, ich entferne mich jetzt schnellstmöglich von diesem Ort. Womit kann man diesen Ort vergleichen? Mit Mordor von Herr der Ringe vielleicht? Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Genau, deswegen jetzt ab ganz schnell nach Holland, dort wo die Windmühlen wehen. Wusste ich gar nicht. Jülich hat offensichtlich eine Art Festung, so eine historische Wasserburg. Oh ey. Ja, cool. Bin ich gerade da vorbeigekommen, dachte ich, halte ich mal kurz an. Bringe euch mal so ein bisschen auf Stand. Also, wie gesagt, ich habe jetzt meinen schlimmen Kummer etwas verdaut wegen dem Tagebau, den ich gerade passieren musste. Ja, bin jetzt durch Jülich durch. Ich denke, jetzt sind es noch ungefähr 20 Kilometer bis zur Grenze. Ja, und dann schauen wir mal. Ja, wir haben den ein oder anderen aggressiven Autofahrer, wir haben aber auch gerade erst kurz vor Mittag. Das ist also in Deutschland relativ normal. In 20 Kilometern wird dann alles besser. Dann geht es für uns Richtung Brabant. Dann verlassen wir Holland nochmal kurz, um Deutschland nochmal kurz zu durchfahren. An einer Stelle, ich glaube bei... ich habe vergessen, wie der Ort heißt. Verdammt. Naja, ich nehme euch mit hin. Wir schauen mal, was uns noch so erwartet. Bis gleich.
der Via Belgica, das scheint auch eine alte Bahntrasse zu sein. Ist ja selten, dass man sowas in Deutschland findet, außerhalb von Röttgen und der Fennmann-Trasse, die mit dem Ravel-Netz in Belgien verbunden ist. Ich weiß nicht genau, wie es hiermit ist. Vielleicht führt die sogar direkt bis Belgien durch. Werde ich heute nicht rausfinden können, weil für mich geht es ja nach Herlen und dann rauf nach Roermond. Ja, und ich freue mich jetzt auch auf den Anstieg langsam. Ich bin jetzt langsam warm, wir haben jetzt ungefähr 11 Uhr. Gerade ein bisschen lecker Riegel gegessen. Und ja, ihr wisst, wie das ist am Anfang von so einer Tour. Muss man sich erstmal in den Rhythmus fahren. Muss erstmal damit zurechtkommen, dass ich plötzlich 8 Kilo auf dem Rücken habe. Aber es läuft ganz gut. Ich sehe jetzt gerade die 82 Kilometer, die noch zu fahren sind auf der Uhr. Ah, das beruhigt schon. Sind nicht mehr über 100 und ja, was soll schon passieren auf 82 Kilometer? Also selbst wenn alles schief läuft, irgendwie kriegen wir das noch hin. Ja, dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Ich lasse jetzt bis zum Anstieg mal die Bilder sprechen und dann schauen wir mal, wie sehr ich den mit 8 Kilo auf dem Rücken bewältigt bekomme. Ein bisschen Angst habe ich ja schon. Bis gleich. Ich habe mich schon gewundert, warum die Fahrradwege so gut werden. Ich habe gerade die Grenze passiert bei Kerkrade. Und jetzt ist es nicht mehr weit bis zum heftigen Anstieg. Ja, bis jetzt läuft es ganz gut. Wir haben noch 62 Kilometer bis zum Ziel. Das Wetter ist super genügsam. Also es ist warm genug, trocken genug. Kann mich nicht beschweren. Weiter geht's. Simpelfeld gelangt, noch nie hier gewesen. Ja, malerisch klein, aber wie ihr seht, eine schöne Kirche und alles super ausgebaut. Nette kleine Lokale überall. Ich habe kurz überlegt, was trinken zu gehen, aber ich habe jetzt nur noch 53 Kilometer auf der Uhr und will diesen Anstieg endlich bewältigen. Deswegen gibt es erst danach was Leckeres zu trinken. Vielleicht habe ich ja Glück und da oben haben die was für mich. Seid gespannt, weiter geht's. Ich bin mitten im Eiserbose. Wenn ihr guckt um mich herum, eine herrliche Landschaft. Merkt man aber gar nicht. Oh, hier oben ist nur Gequäle. Ja, vor mir Gott sei Dank zwei Jungs, an denen ich mich orientieren kann und versuche, mich so ein bisschen zu pacen. Alles klar, wir sehen uns oben. So, das war hart, Leute. Der Eisebosweg in Eis. Ah, das war jetzt anfangs okay, aber am Ende geht da richtig Steigung. War ich im letzten Gang, musste dann doch aufstehen.
Aber das Schlimmste an Höhenmetern ist jetzt geschafft. Jetzt sind es noch 48 Kilometer. Ganz entspannt, flach bis nach Romont. Ja, genießt die Bilder, Leute. Leute, zieht euch diese Aussicht rein, ey. Hammer. So, es ist heute so ein bisschen eine Quatschfolge, habe ich so den Eindruck. Ich rede so viel, aber es sind unfassbar viele Eindrücke. Also was mir jetzt aufgefallen ist als allererstes, die Holländer, man muss nur nicken und die sagen sofort Hi. Ich vergleiche das immer so mit Köln. Innenstadt ist ja auch schon mal ein bisschen komplizierter, verstehe ich auch. Man kennt sich nicht, es ist anonymer. Aber ich wette, wenn man es hier in Amsterdam versucht, dann sagen die auch Hoi. Und ja, es ist einfach Wahnsinn, wie freundlich die Leute sofort alle sind. Ich muss sagen, hier in der Region bin ich selten gefahren. Also das ist jetzt tatsächlich die Strecke des Amstel Gold Race, auf der ich mich gerade befinde. Hier sind die Autofahrer ein bisschen ruppiger unterwegs, als ich das so bisher kennengelernt habe in Holland. Aber dafür unfassbar viele Rennradfahrer. Vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass es hier so viele Rennradfahrer gibt auf der Strecke des Amstel Gold Race. Ja, nobody knows. Ich genieße jetzt hier noch ein bisschen die Aussicht und dann mache ich die letzten 46 Kilometer nach Romont. Und dann wird lecker gegessen, Leute. Bis später. Nach dem Anstieg ging es tatsächlich noch ein bisschen weiter auf der originalen Strecke des Amstel Gold Race. Jetzt war ich hier wunderbar an, na, könnt ihr erraten, was es ist, schreibt in die Kommentare, was es ist, was da blüht, vorbei. Und ja, habe jetzt noch 33,3 Kilometer, klassische Zahl, finde ich immer gut. Und die ziehe ich jetzt einfach durch, weil ich habe Hunger. Mir ist ein Speichennippel am Hinterrad gerissen, das heißt, ich muss heute noch einen Radladen aufsuchen. Ja. Hoffentlich funktioniert das so reibungslos wie damals in Amsterdam. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bis gleich. Wir sind einstellig, Leute. 7 Kilometer bis Romont. Ich melde mich vom Hotel aus. Ja, Leute, so, das war's. Etappe 1. Wer glaubt, ich habe keine Dusche in diesem Zimmer, so wie ich das geglaubt habe, der gucke bitte in den Schrank. Ich habe noch nie erlebt. Ja, es war eine sehr schöne erste Etappe. Am Ende habe ich dann doch schon ein bisschen den Beinen gemerkt, aber das hatte, glaube ich, eher mit dem Wind zu tun. Also ich konnte nicht mehr so ganz 32 ballern. Ich habe jetzt auch, glaube ich, noch einen Schnitt von 27, was ich auch nicht so besonders schlimm finde, weil, ja, was das Wichtigste ist für mich die ersten 2 Tage, ist, dass mein Rücken sich an die Schwere gewöhnt. Deswegen. So, und jetzt fahre ich nochmal zu einem Fahrradladen, versuche, die Speiche reparieren zu lassen und dann geht es morgen ganz wieder weiter. 8:45 ist Frühstück. Morgen geht es dann 150 Kilometer nach Derwinter. Ich zeige euch jetzt noch ein bisschen die Stadt, aber erstmal gehe ich duschen.
Ja, Leute, das Reihwilhuis Haus, wie auch immer man das ausspricht, kümmert sich jetzt um meine Speichen und morgen früh um 10 kann ich die Karre wieder abholen. Ist das nicht ein Hammer?